Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Mad Games Tycoon. Ja, es sieht relativ gut aus mittlerweile bei uns in unserem kleinen Entwicklerstudio. Immerhin haben wir es schon geschafft, Produktion und Lager zu bauen. Es ist zwar jetzt ein bisschen eng hier, aber nichtsdestotrotz. 6 Wochen, 101 Pressung, das könnte eng werden. Aber soll sich gerade und gerade noch ausgehen. Ja, schaut gut aus. Ja, unsere Engine, die verkauft sich auch erstaunlich gut. So gut, dass ich mir am Überlegen bin, ob wir nicht vielleicht noch ein neues Genre erforschen sollten und eine zweite Engine auf den Markt werfen. Ja, ich würde sagen, machen wir einfach mal. Und ich will dann hier noch Simulation und Aufbauspiel. Aber da wir jetzt eine Wirtschaftssimulations-Engine haben, würde ich sagen, wir forschen jetzt einfach mal Simulation. Und knallen dann für Simulation auch noch eine Engine raus. Vielleicht die Geschwindigkeit mal ein klein wenig erhöhen. 120, 9 Wochen. Das müsste ja dann eigentlich auch passen. Ja, so sieht's aus. Gut. Ein Auftrag. Was haben wir hier? Coal, The Black Gold 2. 283.000, 49% Gewinnbeteiligung, 4 Sterne. Ich würde jetzt sogar sagen, ist eine Wirtschaftssimulation, darauf sind wir spezialisiert. Das Ding nehmen wir einfach mal an. Lassen uns aber 24 Wochen Zeit. Hauen das Ganze raus für 49. Packen nichts dazu. Wir wollen ja auch ein bisschen dran verdienen. Weil wir haben ja die Arbeit mit den ganzen Updates und Patches und Sprachpaketen und und. Ja, aber die kommen gut voran. Das heißt, wir können jetzt hier sogar den Auftrag noch kurz dazwischen schieben. Zack. Schon wieder 20 Bucks raus. Gut, wir werden auch hier nicht mit den Updates alle Bucks rausbekommen. Aber wir machen das Spiel dann schon einigermaßen spielbar. Ah, okay, gut, ja, 28 Bucks bleiben übrig. Die patchen wir dann einfach schnell raus. Soll sich vor dem Release eigentlich noch ausgehen, dass wir da dann bugfrei rauskommen? Naja, längstens. Das sieht nicht schlecht aus. Dann produzieren wir das Spiel mal. Eine Viertelmillion sollten wir eigentlich locker davon rausbringen können. Gut, das haben wir soweit. Sprachpakete. Da kommt Deutsch, Spanisch, Russisch und hier Japanisch. Das reicht mir dann eigentlich auch an zugefügten Sprachen. Ist kein Spiel von uns. Da müssen wir uns jetzt nicht überschlagen mit... Ah, wir brauchen da alle Sprachen, die möglich sind. Ein bisschen Abwechslung, das ist gut, aber wir wollen es nicht übertreiben. Okay, die sind noch am Sprachpaket. Gut. Chef ist wieder krank. Ich glaub's nicht. Gut, unser Angestellter, der kommt da. Ah, jetzt sind wir eh wieder gesund. Passt also. So, und über Ctrl F1 können wir uns jetzt das kleine Grüppchen schnappen und rüber in die Forschung setzen. Ah, und jetzt haben wir genug Geld, um eigene Spielkonsolen zu entwickeln. 5 Millionen. Aber ich würde sagen, die 5 Millionen, die
die verjubeln wir jetzt erstmal anders. Nochmal mit Ctrl F1 alle holen, rüber ins Entwicklerbüro. Es gibt eine neue Engine. Ja, erstmal alte Engine aufwerten. Das müsste 5 Plus sein. Ja, das ist 5 Plus. Wir haben hier noch keine neue Grafik. Wobei, gibt es hier überhaupt neue Grafik? Ich mache jetzt trotzdem 5 Plus. Alle Features aktivieren. Für 390.000. Da können wir jetzt aber gut und gerne 34% nehmen. Wir nehmen ja keine Fixpreise. Dann eine Royalty von 34%. Scheint mir eigentlich sehr fair zu sein. Ich meine, wir haben ja auch Kosten, die wir decken müssen. Davon jetzt mal abgesehen, ne? So, die Pressung, die jagen wir auch noch schnell durch. Wir haben schon knapp 2 Millionen Gewinn gemacht mit unserem Publishing-Titel. Ich würde sagen, da drehen wir jetzt am Preis und Verpackung ein bisschen was. Senken das Ganze auf $45. Macht für uns immer noch einen Gewinn von 20. Kurbelt aber die Abverkäufe noch mal ein klein wenig an. Ja, doch, ihr seht es hier, die Kurve geht noch mal ein bisschen rauf. Das war eigentlich mein angepeiltes Ziel. So, noch 2 Aufträge durchjagen. Da gibt es noch mal knapp eine 500.000. Okay, dann würde ich sagen, bauen wir unsere Simulations-Engine. Eben 5 Plus war das. Gut, optimiert für Simulation. Alle Feature, wo wir haben. 0% Fixpreis, 34% Royalty. Das sieht gut aus. Dann wird das unsere CAS Sim 5 Plus. Ja, und Cold Black Gold 2 läuft so gut. 50.000 nicht, aber ich würde nochmal 25.000 Einheiten nachproduzieren. Was übrig bleibt, das haben wir einfach in die Zweitvermarktung. Das ist absolut kein Thema. Und wir starten hier auch gleich mal die Forschung an neuen Features. Der 32-Bit-Sound zum Beispiel. Und jetzt geht's, glaube ich, langsam runter. Ah, das publishen wir nicht. Ah, hier nochmal rauf. Etwas runter, dann wieder etwas rauf. Ja, ja. Das war's dann. Nichtsdestotrotz, glaube ich, haue ich nochmal 25.000 Einheiten hinterher. Für die Zweitvermarktung. Okay, lief doch ganz gut. 5,27 Millionen Gewinn für uns. Nach Abzug aller Kosten, die wir hatten. Passt. Da kann man jetzt echt nicht viel sagen. Ah doch, gibt noch 32-Bit-Farben in so High-Grafik 32-Bit. Sehr gut. Jetzt aber hier mal unsere Simulations-Engine fertig machen. Dann noch die 2 Auftragsarbeiten durchjagen und gut. Dann erforscht ihr mal Sound in 32-Bit, macht ihr nichts Blöderes. Beziehungsweise du kannst hier den Auftrag noch schnell ausführen. Sehr schön. Ich hoffe hier mit der Pressung, das passt. Sieht aber gut aus.
18,78 Millionen bei 26%. Ne, ich denke mal eher nicht. 132.000 11 Wochen, das sollte jetzt eigentlich absolut kein Thema sein. Den Auftrag, den machen wir auch mal schnell. Cool, ne? Gleichzeitig fertig geworden. Ja, jetzt gebt hier mal ein bisschen Gas mit eurem Sound. Dann können wir die neue Grafik erforschen. Du machst mal diesen Auftrag schnell. 58.000, 19 Wochen. Sollte schaffbar sein. Wenn es auch eventuell knapp werden könnte. Ja, das ist auch kein Ding. Ja, mach mal mit der Grafik. Aber ich glaube, wir warten da noch mit einem weiteren Update. Weil nur neue Grafik und neuer Sound, da würde ich schon noch ein, zwei weitere Sachen gerne mit in das Update einfließen lassen. Bis dahin erforschen wir Strategie, weil dann können wir Aufbaustrategie machen. Aufbauspielstrategie, ja, doch, das klingt gut. Gibt es noch eine Aufbauspiel-Engine? Und ja, das sollte dann eigentlich fürs Erste reichen. Dann haben wir drei Engines am Start und können damit auch schön ein paar Spiele auf den Markt bringen. So, Aufbauspiel noch schnell. Wirtschaftssimulations-Engine ging wieder raus. Ah, perfektionierte 3D-Engine. Prima. Weil jetzt könnte man sich dann überlegen, ob man da ein Update machen will. Wenn wir hier noch die perfektionierte 3D-Engine rausklopfen. Ah, Aufträge. Wer ist denn am lukrativsten? Du bist das von Ubisoft. Naja, 32-Bit Musik neben dem Sound. Ich würde sagen, das erforschen wir dann noch und dann machen wir schnell ein Update. Dann kann man da getrost auch auf ein bisschen höhere Royalty gehen. Und auch ohne schlechtes Gewissen das Ganze updaten auf Version 6. Ah, SimEngine, Blizzard Entertainment. Thank you for the flowers. Ja. Ah, knapp 1 Million. Lands of Shadow für die 5 Plus. Naja, da können wir jetzt wirklich mit gutem Gewissen ein bisschen forschen und dann auch unsere Engines auf den neuesten Stand bringen. Ich denke mal, mit dem Kontostand, den wir jetzt haben, wenn wir hier nicht allzu viel Scheiße bauen, sollten wir da jetzt das Schwierigste wirklich überstanden haben. Apropos überstanden haben, wir haben keine laufenden Kredite, das ist doch schon mal was wert. Ah, du bist eh noch da in dem Büro, gut, jetzt kommst du aber rüber. 217.000 in 13 Wochen. Ist riskant. Ne, aber wir probieren es einfach mal. 450.000 für Dragon Brothers mit unserer Sim-Engine. Passt.
Was haben wir denn da? 17 Millionen, 18 Millionen? Nee, 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 nee. Ah ja, das sollte längstens passen. 7 Wochen? Ja, bestens. 2,8 Millionen, 28%? Nee, eigentlich auch nicht. In Wochen 2 und 10.000. Ja, das sollte eigentlich auch passen. So, gut. Man drücke Ctrl F1. Und lasse die Jungs die beiden alten Engines schon mal auf eine neue Version updaten. Das wäre dann 6. Mit 40 Features. Ich würde sagen, da gehen wir jetzt aber auch auf 40% drauf. Ja, doch, 40%. Wir sind immer noch günstiger als die Konkurrenz. Also, das sollte eigentlich schon laufen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, die kommen jetzt hier mit dem ganzen Geupdate auch ein bisschen schneller voran. Naja, Werner Barros, der hat ja jetzt auch schon ein bisschen was an Geschwindigkeit zugelegt. Wir sind eh, außer bei Büroarbeit, die jetzt ganz, ganz langsam raufgeht, überall auf 100. Damit sollten wir das Ganze eigentlich schon ein wenig rocken können. Gut, und wenn wir schon so schön dabei sind, konnten auch die Sim-Engine auf eine neue Versionsnummer, auch für 440.000, und auch die Version 6. 40% darf es auch hier sein. Und los geht's. Und ich denke, so in der nächsten oder übernächsten Folge wird es dann mal Zeit, in ein etwas größeres Gebäude umzuziehen, damit wir dann auch anfangen können, schön ein paar Spiele rauszubringen. Vielleicht noch ein, zwei Angestellte, dass man dann ein Entwicklerstudio oder ein Entwicklerbüro mit 4 Angestellten hat. Und dann mal schauen, was wir da so auf die Beine stellen können. Was haben wir hier? 850.000, 45%, 4 Sterne. Hobgoblin of the Skull. Das klingt zu verlockend, als dass ich da sagen könnte, nö. Okay, 68% Spielspaß. Grafik ist relativ gut, Sound und Steuerung ist sehr gut. Das könnte was werden. Auch Bugs hat es hier nicht allzu viel drin. Also nichts, was wir nicht komplett über die Updates rausbekommen sollten. Gut, gut, gut. Ja, noch 53. Jetzt sind gleich noch 37. Das könnte eigentlich ganz gut passen. Aber ihr seht jetzt hier, das ist schon ein bisschen ein fetterer Titel, weil die ganzen Spielupdates, die dauern hier doch ein klein wenig länger. Beim letzten Titel waren wir bei 15 Wochen schon durch und wir haben noch ein oder zweimal hier einen Auftrag durchgepeitscht. Ah, noch auf 15. Na, wir werden wohl doch nicht ganz rauskommen mit den Spielupdates. Halb so wild. Halb so wild, halb so wild. So, hier würde ich jetzt gerne mal 350.000 von produzieren. Ah, 15 Bucks haben wir noch. 8 bringen wir raus. Das heißt, 7 müssen wir dann noch über einen Patch rausbekommen.
Sollte aber auch kein Problem sein. Wir kommen ganz sicher bugfrei in eine Release rein. So, 7 Bugs. Mach die doch bitte schnell mal raus. Dann schießen wir noch ein Sprachpaket hinterher. Müssen wir haben nämlich nur Englisch. Das heißt, es gibt Deutsch, Französisch, Spanisch, Russisch, Schlitzaugisch. Nö, sowas publishen wir nicht. Das muss nicht sein. Ja, unser neues Spiel, das wir rausbringen, geht dann jetzt in Verkauf. Wir, liebe Freunde, sehen das aber jetzt im nächsten Part, weil wir sind bei 20 Minuten. Das heißt für mich Zeit, Schluss zu machen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Let's Play Mad Games Tycoon auf Legendär. Bis dahin, bleibt mir gewogen. Tschüss zusammen, euer Mr. Helvetik.